Nils Untersen, ich spiele Cello und meine Lehrerin heisst Frau Egemann. Ich spiele seit ich in der ersten Klasse bin und seit 4 Jahren. Mir gefällt am Cello, dass es schön tönt, dass man coole Sachen kann spielen kann und weil ich es gerne habe. Ja, ich habe es einfach gerne. Im Orchester spiele ich ABBA und Skyfall und einfach so schön spiele ich aus dem Globetrotter Acropolis Dance im Moment. Also am liebsten mache ich in der Stunde einfach zusammen, dass wir zusammen spielen. Das, ja, das macht mich, ja, es ist einfach für mich so, das will ich gerne machen, zusammen spielen. Ja, ich tue noch so wie tue ich Kunstturnen, ich tanze Ballett und ich tue Reiten. Die Lage. Und jetzt haben wir die Lagewechsel. Jetzt ist sie an. Zwischen dem Fiss und dem G, zwischen dem ersten und zweiten Finger, einen Halbton haben. Darum nennen wir sie Ang. Machst du das einmal? Also von vorne? Ja, Genau, das ist die eine Artlage. Jetzt, das ist die weite Lage. Und zwar, weil zwischen, jetzt haben wir ein F und ein G. Aber das G ist genau am gleichen Ort. Ja. Auch wieder, schau, Vorübung. Du musst jetzt abstrengen. Machst du allein? Ja, Nina ist eine ganz aufgestellte Schülerin. Manchmal haben wir sie auch witzig. Machen manchmal auch ein bisschen Blödsinn in der Stunde. Dann sind wir wieder ganz ernst, wenn es darum geht, wie Watschensachen zu üben. Oder so, oder Lage zu lernen oder so. Aber im Grunde genommen haben wir immer ganz witzige Stunden, gell?